Du hast eine Basisrente oder eine Rürup-Rente abgeschlossen oder spielst mit dem Gedanken, einen solchen Vertrag für dich einzurichten und abzuschließen? Dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende angucken, weil ich dir in diesem Video erklären möchte, was das genau ist, was für Vor- und vor allem für Nachteile ein solcher Vertrag hat. Mein Name ist David Tappe und ich bin als Honorarberater mittlerweile seit über 11 Jahren Experte für das Thema Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Geldanlage. Jeden Tag helfe ich vielen Menschen dabei, ihre Altersvorsorge besser zu verstehen und zeige, an welchen Schrauben auch du drehen kannst, damit deine Altersvorsorge, dein Vermögensaufbau deutlich besser für dich funktioniert und am Ende viel mehr Geld für dich hängen bleibt. Die Rürup-Rente, erfunden von dem Gründer Bernd Rürup, wird auch Basisrente genannt. Bei diesem Produkt geht es darum, dass der Staat dir gewisse Anreize schaffen will, dass du für deine Altersvorsorge was tust. Das heißt, Beiträge, die du dort in diese Rente einzahlst, in einen Vertrag, den du bei einer Versicherung abschließen kannst, die kannst du steuerlich absetzen. Das heißt, nur als Beispiel, in dem aktuellen Jahr ist es so, dass du als Single 20.000 Euro im Jahr dort einzahlen kannst und diese, also bis zu 20.000 und den Betrag, den du dort einzahlst, kannst du bei deiner Steuererklärung entsprechend angeben, sodass du einen Teil Steuererstattung zurückbekommst. Ich werde dir anhand von konkreten Zahlen gleich mal ein Beispiel geben. Das heißt, du hast erstmal Anreize, die der Staat dir schafft in der Einzahlungsphase und hast auf der anderen Seite, das sollte eigentlich jedem klar sein, wenn du vorneweg Steuern sparst, hinten raus im Rentenalter die Verpflichtung, entsprechend Steuern nachzuzahlen. Der Vorteil liegt meistens darin, dass man eben im Arbeitsleben ein höheres Einkommen hat, also einen höheren Steuersatz. Das heißt, du profitierst mehr von der Erstattung und später im Rentenalter hast du einen geringeren Steuersatz und zahlst entsprechend weniger Steuern nach. Das ist so die grobe Planung dabei. Und zusätzlich schaffst du eben die Möglichkeit, dass das Geld, was du entsprechend in den Vertrag einzahlst, ja im besten Fall noch durch Rendite sich vermehrt. Aber dazu sage ich dir gleich nochmal mehr. Ich gehe jetzt mal rein in das Beispiel und wir suchen uns einfach mal eine Person aus, die jetzt eben selbstständig ist. Das ist noch wichtig zu erwähnen, weil die Basisrente befindet sich in der ersten Altersvorsorgeschicht direkt quasi neben der gesetzlichen Rente. Gesetzliche Rente ist für alle Angestellten, rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer in Deutschland und die Basisrente ist eben das Produkt, was sozusagen die Alternative für die Selbstständigen ist. Damit die auch irgendwo eine sichere Rente haben, hat eben der Staat und der Gesetzgeber die sogenannte Basisrente erfunden. Wir nehmen jetzt also einfach mal einen 40-jährigen, 40 Jahre, nennen wir ihn Max. Er ist selbstständig. Hat 2, 3 Mitarbeiter, das ist jetzt egal. In dem Fall möchte er gerne was für seine Altersvorsorge tun. Er hat sich bisher nur mit seinem Unternehmen auseinandergesetzt und möchte jetzt gerne was für seine Rente machen und dementsprechend hat er die Basisrente, die ihm vorgeschlagen wurde. Er kann im Jahr dort, sagen wir mal, 15.000 Euro einzahlen. Wie eben erklärt, wenn er jetzt Single, also alleinstehend ist, kann er im Jahr bis zu 20.000 einzahlen und wenn er verheiratet ist, kann er sogar das Doppelte, also 40.000 einzahlen. Sagen wir jetzt mal, er zahlt 15.000 Euro ein und weil er ganz gut verdient, hat er auch einen relativ hohen Steuersatz und zwar von 42% Einkommenssteuer, die er auf seinen Gewinn entsprechend am Jahresende durch die Steuererklärung zahlt. Das heißt, in dem aktuellen Jahr 2021 kann er 92% von den 15.000 Euro bei der Steuererklärung angeben. Wir werden das jetzt mal ausrechnen. Das heißt, 15.000 und davon 92% sind 13.800 Euro kann er jetzt bei seiner Steuererklärung angeben als Altersvorsorgemaßnahme, sodass eben diese Summe sein zu versteuerndes Einkommen reduziert und er dann durch diese Maßnahme vom Finanzamt durch die Steuererklärung eben eine Erstattung bekommt. Und zwar, weil er hier einen hohen Steuersatz hat, bekommt er quasi 5.796 Euro zurück vom Finanzamt. So, an sich eine feine Sache. Der Gesetzgeber sagt, das Ganze soll natürlich dafür verwendet werden, dass das dann wieder in den Vertrag eingezahlt wird, dass man dadurch seine Rente erhöht. Viele machen das leider nicht, weil sie das Geld dann letztendlich irgendwo auf dem Geschäftskonto, so in den Alltag oder auch Privatkonto mit einfließen lassen und das vergessen. Der Gesetzgeber macht das Ganze, weil er eben möchte, dass man dadurch seine Rente nochmals erhöht und dementsprechend das Geld wieder zurückzahlt. So, gehen wir mal davon aus, dass der Max das Ganze tut. Kleine Anmerkung,
die Erstattung von 92%, die wir jetzt eben errechnet haben, steigt von Jahr zu Jahr immer in Zweierschritten. Das heißt, im Jahr 2025 sind dann 100% steuerlich abzugsfähig. So, jetzt gehen wir mal davon aus, der Max macht das Ganze jetzt über 20 Jahre. Das heißt, er hat 20 Jahre lang jährlich 15.000 Euro eingezahlt und hat jetzt jährlich, ne, jetzt sind wir ja bei den 92, also in ein paar Jahren ist er bei 100% abzugsfähig. Wir lassen es jetzt mal vereinfacht dann bei 14.000 Euro, die er sozusagen jedes Jahr ansetzen kann. Das bedeutet, bei dem Steuersatz, auf dem er sich auch bewegt, kriegt er jedes Jahr irgendwo 5.800 Euro, machen wir es mal einfach, vom Finanzamt zurück. Das heißt, auf 20 Jahre gesehen hat er 15.000 Euro mal 20, 300.000 selber eingezahlt. Und hat aufgrund der Erstattung von jährlich vereinfacht 5.800 nochmal das ganz diszipliniert dort eingezahlt und hat quasi durch die Steuererstattung nochmal 116.000 Euro zusätzlich eingezahlt. Das heißt, er hat hier 416.000 Euro Vertragsguthaben. So. Die Basisrente so aufgebaut, dass die eingezahlten Beiträge, also dieser Betrag und, weil Max das ganz diszipliniert macht, auch die Erstattung ja auch in den Vertrag reingehen, immer garantiert sein müssen. Das heißt, egal welchen Anbieter Max sich raussucht, er hat immer eine Garantie, dass dieses Kapital zum Rentenbeginn, frühestens mit 62, normalerweise 67, auch wirklich zur Verfügung steht. Das Problem an der Sache ist, dass er über dieses Geld nicht einmalig verfügen kann. Das heißt, er kann nicht damit rechnen, dass er das dann ausgezahlt bekommt auf einen Schlag, sondern der Versicherer kalkuliert hieraus eine Rente. Jetzt müssen wir je nach Tarif, den Max sich aussucht, natürlich davon sprechen, dass hier auch eine gewisse Verzinsung stattfindet. Grob gesagt gibt es zwei Tarifwege. Einmal gibt es die klassischen Verträge mit einer Garantieverzinsung, die heutzutage allerdings bei 0,9% liegt. Und das auch noch vor Kosten. Also im Grunde genommen, wenn er auf ein Garantieprodukt setzt, darf er nicht allzu viel Rendite erwarten. Das würde ich sogar ausblenden. Wenn er jetzt was mit Fonds macht, wo irgendwo auch in Aktien investiert wird, dann darf hier durchaus eine gewisse Rendite erwartet werden. Aber ganz wichtig, ist auch logisch, der Versicherer muss diese Summe garantieren. Das heißt, er muss einen relativ hohen Teil von dem, was Max dort einzahlt, sehr sicher anlegen, damit er die Garantie aufrechterhalten kann. Das heißt, er kann sich die tollsten Fonds aussuchen, die günstigsten und so weiter. Es kommt nur ein relativ kleiner Teil dieses Geldes, was er einzahlt, das und das, tatsächlich in den super tollen Fonds an. Und das ist letztendlich auch der Grund dafür, dass man hier keine hohen Renditen erwarten darf, sondern entsprechend im Großen und Ganzen wir jetzt mal positiv davon ausgehen, dass das am Ende tatsächlich 500.000 Euro sind. Das ist eine Rendite von 2-3% pro Jahr, die wir jetzt optimistisch gesagt hier letztendlich erwarten dürfen auf die Laufzeit. So, die Frage ist jetzt, was passiert mit dem Geld? Der Versicherer kalkuliert aus diesem Kapital, was im Vertrag drin ist, eine monatliche Rente. Dazu sagt der Versicherer, er teilt diese Summe durch 10.000 und rechnet mal den individuellen Rentengarantiefaktor. Der Rentengarantiefaktor sagt aus, wie viel Euro Rente bekomme ich pro 10.000 Euro Vertragsguthaben. Der Rentengarantiefaktor ist bei manchen Anbietern bei Vertragsabschluss, also quasi heute, garantiert für die ganze Laufzeit. Bei vielen Anbietern allerdings so kalkuliert, dass der Versicherer im Nachhinein diesen Rentengarantiefaktor noch senken darf. Der Faktor wird häufig deshalb gesenkt, weil die Lebenserwartung von uns immer weiter steigt. Wir ernähren uns immer gesünder, die Medizin wird besser und wir werden durchschnittlich immer älter. Das heißt, wenn wir älter werden, muss der Versicherer länger eine Rente zahlen. Dementsprechend kann der nur weniger Rente zahlen, damit das eben dauerhaft auch funktionieren kann. Und der Rentengarantiefaktor, der liegt je nach Anbieter so zwischen 15 bis maximal 25 Euro pro 10.000. Wir rechnen jetzt mal mit dem Wert von 25 Euro, was schon sehr, sehr gut ist. Und gehen auch davon aus, dass der Versicherer, den Max hier gewählt hat, das Ganze nicht in der Zukunft irgendwie anpassen darf durch irgendwelche Klauseln, sondern es wirklich bei 25 Euro bleibt. Und jetzt können wir errechnen, dass bei 500.000 Euro Kapital durch 10.000 mal 25 hier eine Rente rauskommt von 1.250 Euro. Das ist dann die monatliche Bruttorente, die Max aus diesem Geld, aus diesem Vertrag erwarten darf. Kurz einmal
Die andere Rechnung, was hat er denn monatlich brutto eingezahlt? Das können wir auch mal gerade machen. 15.000 hat er ja im Jahr eingezahlt und das Ganze durch 12 sind 1.250 Euro. Trotz, dass er hier die Erstattung hat, die ja auch hier mit reingeflossen ist, die er aber ja geschenkt bekommen hat vom Staat, hat er letztendlich auch 1.250 Euro monatlich dort eingezahlt und bekommt das auch als Rente. Das Versprechen der Versicherung ist halt, dass er das so lange bekommt, wie er lebt. Er hat ja hier in unserem Beispiel, haben wir ja gesagt, 40 Jahre, 20 Jahre macht er das Ganze, also in dem Fall nur bis 60, Mindestbetrag oder Mindestalter ist eigentlich 62, aber fürs Beispiel ist das jetzt egal. Das heißt, er hat 20 Jahre lang 1.250 eingezahlt im Monat und bekommt jetzt, ja, solange er lebt, 1.250 Euro Bruttorente. Wenn er natürlich nur ein paar Jahre Rentner-Dasein hat, weil er einen harten Job hatte und früh verstirbt, hat er nicht allzu lange was davon gehabt. Aber wenn er entsprechend wirklich 90 Jahre wird, 95 Jahre wird, hat er natürlich mehr Jahre Rente bekommen, als er eingezahlt hat. So, jetzt müssen wir aber noch über die Versteuerung dieser Summe sprechen. Da er hier in 2041, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das heute 2021 noch 20 Jahre sind, in Rente geht, muss er diese Rente zu 100% mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern. Dazu nimmt man diese Summe, 1.250, und errechnet die Einkommensteuer auf die Summe mit dem dann persönlichen Steuersatz, den Max hat. Jetzt gehen wir mal davon aus, Max hat vielleicht über die Zeit noch ein paar andere Verträge abgeschlossen in den Jahren und hat vielleicht auch aus seinem Unternehmen, was er dann an jemand anderen abgibt, noch gewisse Einnahmen möglicherweise. Und das führt dazu, dass Max zwar nicht mehr 42% Steuersatz hat, aber er hat vielleicht noch einen Steuersatz von im Schnitt 25%, mal realistisch gesehen. Das heißt, wir nehmen 25% davon und haben dann eine tatsächliche Nettorente von 937 Euro. So, 937 Euro Nettorente. Und das entsprechend ein Leben lang. Jetzt lassen wir die Inflation mal außen vor, weil 937 Euro sind ja in 20 Jahren nicht mehr so viel wert wie heute. Aber wir lassen die mal außen vor und machen zum letzten Berechnungsschritt nochmal einmal das Beispiel, dass wir sagen, wenn er nun mal aus eigenem Geld 300.000 Euro eingezahlt hat und er bekommt jetzt 937,50 Euro monatlich raus und rechnen das durch 12, weil 12 Monate, dann kommen wir auf einen Wert von 26 Jahren. Max braucht also 26 Jahre, die er als Rentner seine Rente erleben muss, um sein eingezahltes Geld tatsächlich auch netto zurückzubekommen. Und das ist im Grunde genommen eine wichtige Kennzahl, die ich dir auch mit an die Hand gebe, dass wenn du diesen Rechenschritt eben für dich durchführst mit deiner Basisrente, wie lange musst du die Rente erleben, damit du dein eingezahltes Geld wieder raus hast. Und wenn Max jetzt mit 60 in Rente geht, dann ist 26 durchaus realistisch, dass er 86 Jahre wird. Inflation, wie gesagt, außen vor, führt aber dazu, dass er eben schon sehr alt werden muss, damit er überhaupt einen Gewinn und einen Gewinn oder eine Verzinsung von seinem Geld tatsächlich erlebt. Und selbst wenn er dann noch 3 Jahre lebt, hat er letztendlich nicht allzu viel von diesem Geld an Entwicklung genossen und mitgenommen. Das ist eine ganz leichte Berechnungsmethode, wie du für dich selber mal herausfinden kannst, wie viele Jahre du tatsächlich deine Rente beziehen musst, damit du ein Plus machst. Und wenn du jetzt Wege und Mittel kennst, wie du zum Beispiel statt 500.000 Euro bei diesen Summen auf 1 Million kommst und wie du vielleicht nicht dich hier von der Versicherung mit der positiv gerechneten Zahl 25 Euro zufrieden geben musst, sondern es Wege gibt, wo du vielleicht auch auf 30, 35 oder 40 Euro kommst, die du selber kalkulierst, wo dir keiner am Ende einen Strich durch die Rechnung machen kann, dann kannst du dir vorstellen, dass du je nach 5 oder 10 Jahren bereits Gewinne machst. Wenn du diese Wege kennenlernen möchtest und jetzt an deiner Basisrente zweifelst und nicht mehr sicher bist, ob das Ganze tatsächlich noch für dich Sinn macht und wissen willst, wovon ich hier spreche, was es an besseren Möglichkeiten gibt, dann besuche unsere Homepage, informiere dich über uns und buche ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder einem Berater aus meinem Team. Lass uns deinen Vertrag, dein Angebot oder deinen Vertrag, den du bereits hast, mal genau unter die Lupe nehmen. Wir helfen dir, eine solche Berechnung aufzustellen und zeigen dir, wie wir das Ganze deutlich besser aufbauen können und wie wir dir es ermöglichen, dass du deutlich eher
tatsächlich hinten raus auch Gewinne hast, wo du was von haben und erleben kannst. Ich freue mich auf dich, dein David.